Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Bangarang Talked. Und zwar sind wir immer noch in dieser seltsamen Höhle. Wir haben gerade das Galatius-Buch gefunden, das uns Lupin aufgegeben hat. Warum er das selbst nicht geholt hat, wissen wir jetzt. Das ist ein Scheißweg. Und Hermine ist alleine, muss zurück zu Harry und Ron finden und ist im Dunkeln und muss Rätsel lösen. Weiter geht's. Ziehen oder was? Okay. So. Dann nach. Da. Dann nach. Da. Dann nach. Da. Und dann schieben. Nein. Manchmal, Hermine, bist du echt doof. So. Hat mir natürlich nichts für, wenn ich. Ein bisschen langsam. Ich klicke und bin schon einen Schritt weiter, aber das muss dem Ding auch ein bisschen Zeit lassen, dass es reagieren kann. So. Das X drücken. Und Knopf drücken. Das habe ich nämlich vermutet, nachdem ich da nicht hochklettern konnte, dass das so eine Leiter, eine Treppe ist, die sich rausfährt. Aber, ja. Kann man ja nicht wissen, bevor man es nicht probiert hat, ne? Okay. Das heißt, wir brauchen den hier. Gut. Boah. Freunde, was ist hier los? Was ist denn hier los? Bin ich jetzt hier oben? Hä? Was ist los? Was ist los? Was ist das los? Dass die sich dann wieder anzünden. Großer Zauberer, Harry. Nicht so groß wie du. Ach, ich. Bücher und Fleiß. Das passt eigentlich perfekt nach Ravenclaw. Verdammt, was mache ich in Gryffindor? Ich sehe überhaupt nichts. Kommen wir jetzt hier mal wieder raus, Alter? Das ist ja. Die schlimmste erste Stunde Verteidigung in die dunklen Künste, die es jemals gab. So, ich glaube, hier war ich schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Ja, na klar. Ja, na klar. Ja. Jawohl. Jawohl. Das ist super. Ja, ist super, finde ich auch. Okay, wir brauchen den Galatius-Zauber. Schnell in Deckung! Leider konnten Horcruxe nicht zerstört werden, denn Hermine ist tot. Und wir wissen alle, ohne Hermine wäre Harry nicht ans Ziel gekommen.
Viele Sachen hat er auch selbst gelöst, das ist gar keine Frage. Viele Sachen hat auch Ron gelöst, aber Hermine war schon sehr wichtig. Naja, Ron kam eigentlich nur auf die Idee, den Basilistenzahn zu nehmen, oder? Okay. Ach, jetzt nochmal diese Sequenz. Aber jetzt habe ich sie wieder. Jetzt hat sie voll Attack. Was ist das eigentlich für ein Ding? Was ist das? Was passiert hier? Wir sind immer. Wir sind halt das immer. Das ist super. Ja. Das ist nicht geil eigentlich. Du musst die ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie vereisen. Schnell in Deckung! Geh aus dem Weg! Vereise es, Hermine! Was macht sie nun? Gar nicht wechseln, ich muss Hermine bleiben. Vereise es, Hermine! Hermine! Ja, ich bin dabei! Oh nein, sie ist wirklich wütend! Leute, ey. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe, aber ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, wie es ist. Löscht das Feuer! Hermine! Problem. Ich nehme mal wieder anders. so. War jetzt noch ein Endboss, ne? Also müssten wir ja da gleich mal rauskommen. Mann, hätte Dings uns ja auch sagen können, Lupin. Übrigens, wenn ihr das Buch genommen habt, dann verwandelt sich alles in Lava und Feuer und da kommt so ein fettes Vieh, das wird so ein Feuerdämon, der aus Eisen besteht und der greift euch an. Nur zur Info, nicht, dass ihr euch wundert. Ihr müsst trotzdem runter, ist Unterricht, sorry. Ich bin der Boss. Prima, Harry, Ron, Hermine. Eine ausgezeichnete Leistung. 800 Punkte 50 für Hauspunkte für Gryffindor. Ja, immerhin. Das war's für heute, ihr könnt gehen. Die anderen haben nichts gelernt. Harry. Können Sie mir zeigen, wie Sie den Dementor verjagt haben? Ich bin zwar kein Fachmann für den Kampf gegen Dementoren, aber ich will dir helfen. Aber nicht jetzt. Ich habe noch eine Menge zu tun. Das war eine unpassende Zeit, um krank zu werden. Ich sag dir Bescheid, sobald es mir besser geht. Wir so ein bisschen probieren einzustreuen. Ach so, ja, da gibt's ja noch Harry, eine Geschichte. Wir haben Zaubertränke. Und ich habe Zaubertränke. Ich hasse Zaubertränke.
So. Okay. Sammy noch dabei? Nee, nur wir beide. Okay. So, was ist hier? Na gut. Ach so, das ist das Lehrerzimmer. Ach, guck mal hier. Ach so. Aber da oben ist doch das Büro, ne? Da kann ich ja nicht hin. Das wird zu sein. Das ist der Klassenraum. Ist ja lustig, habe ich erst gar nicht erkannt. Das heißt, hier hinten ist die Tür. Witzig. So, hier geht's raus. Und wo geht's weiter? Hallo? Ah. Alles etwas dunkel. Lalalala. Okay. So, wir haben. Was du da? Ist Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht im dritten Stock? Ich will doch gar nicht. Müssten wir nicht längst da sein? Ich will doch gar nicht verteidigen gegen die dunklen Künste. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hey. Ich war gerade in Fred und George Weasleys Laden. Da gibt es wirklich tolle Sachen. Was? Mädchen, wir sind im dritten Teil. Den Laden gibt's noch nicht. Wir müssen runter in die Kerker. Den gibt's erst in 3 Jahren. In die Kerker. Aber wo ist das Treppenhaus? Ich war gerade in Fred und George Weasley Laden. Was? Lügenpresse. Die haben gar keinen Laden. Also noch nicht. Die haben, gründen ja auch erst nächstes Jahr Weasleys zauberhafte Zauberscherz. Das machen sie erst ab dem 4. Ich muss nach hinten lang, ne? Einfach so. Müssen wir jetzt nicht zu Zaubertränke? Völlig unpassender Kommentar. Da. Da im dritten Stock. So. Große Treppe. Das heißt, zu den Kerkern müsste der Weg jetzt frei sein, ne? Denke ich mir mal. Oh ja, da kommt die Treppe schon. Wir müssen jeden melden, der sich rumtreibt, also nimm dich in Acht. Ja, aber wir sind doch die Rumtreiber, Bro. Erster Stock Verwandlung. Geht's hier in die Kerker? Eingangshalle. Müssen wir jetzt nicht zu Zaubertränke? Ronnie oder Harry? Ich weiß es, ich erkenne ehrlich gesagt die Stimmen gar nicht. Wahrscheinlich Harry, weil ich bin ja Ron. So. Die Eingangshalle finde ich aber schön. Die große, nee, da geht es zu den Kerkern. Das wird die große Halle sein, ne? Ne, Hogwarts liegt nach rein. Ah, da muss ich wahrscheinlich später hin zu Pflegemagischer Geschöpfe. Wir sollten wirklich gehen. Wo ist die Eingangshalle? Die große Halle. Ist das die große Halle? Warum ist die so komisch versteckt? Große Halle, cool. Aber die geht ja eigentlich direkt von der Eingangshalle ab. Naja. Naja. Und die Halle hier so sieht schön aus. So, machen wir auch Zaubertränke. Wir müssen runter in die Kerker. Ach, so ein Ding gegenballern für eine Bohne. Kerkergang. Oh.
sind harte Zeiten, Leute. Ich sag's euch. Nicht mehr so krass wie auf der PS1, aber immer noch nervig genug. Irgendwo muss hier eine Tür sein zu Zaubertränken. Müssen wir jetzt nicht zu Zaubertränke? Wo sind wir denn hier gerade? Ich raff nichts. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Wir sollten wirklich gehen. Da bin ich hergekommen. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Hier. Ne. Hä? Ich sehe gar nichts. Vielleicht auch doch einfach durch. Aber hinten kam ich auch nicht weiter, oder? Ah, hier. Komm, gehen wir. Ah. So, oh, jetzt hier wieder so ein Gang. So müssen die immer noch so Pseudogänge machen, bevor man in den Raum kommt, wo man hin will. Das verstehe ich nicht. Ich komme gerade nicht mehr mit. Was zum Kuckuck? Guck mal, die beiden können die doch noch gar nicht, oder was? Doch, ich habe keine Karte vom Kerkergang, oder was? Okay. Dachte, ich könnte auf die Karte gucken. Aber hier ist doch gar nichts. Hässliche Statue. Ach, hier ist ein. Ah, hier, guck mal, hier ist eine Truhe. Immerhin. Wir müssen gehen. Nein, wir müssen das jetzt einsammeln hier. Super. Super. Das ist eigentlich Stupor, aber okay. Ich sag mal nix. Warum sind Zaubertränke? Ey, hier ist nix, oder was? Ich bin im falschen Gang. Ach, nö. Müssen wir jetzt nicht zu Zaubertränke? Ja, ich such doch den Raum. Nee, hier ist scheinbar nicht. Ey, ich hab eine Macke. Über oder was? Nee, auch eine Truhe. Gut. Gut. Müssten wir nicht längst da sein? Ja, wir müssten längst da sein. Denke ich aber auch. Ich raff's einfach nicht. Ich bin so doof. Reden auch gar nicht mit einem hier. Geh in deine Klasse oder ich erstatte Meldung. Ja. Denk nicht mal daran, hier rumzuschleichen. Ach, wenn guck du mal. Erwischt wirst. Harry hat die Karte. Aha. Aber wie komme ich durch den Raum da hinten? Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Weil Zeit vergeuden das Einzige ist, was uns noch bleibt im Leben. Guck mal da oben. Ach, guck mal, hier ist noch was. Zaubertränke-Klassenzimmer. Wir haben es gefunden, Leute. Wir haben es gefunden. Oh. So. Aber jetzt habe ich so lange gebraucht. Wir gehen nächste Woche rein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Können wir jetzt gehen? Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann, Bangarang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann, Bangarang Mann.